Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja früher mal ein Video gemacht, wie man mit PowerPoint kleine Computerspiele erstellen kann. Und ich werde da sehr, sehr häufig gefragt, ob das auch mit kostenlosen Programmen gibt. Weil ich habe das ja damals mit Microsoft Office gezeigt. Und das gibt es ja nicht kostenlos. Ja, das geht. Das geht zum Beispiel mit LibreOffice oder OpenOffice oder was es da alles in Alternativen gibt. Ich möchte heute einfach mal das kurz vorführen, wie das funktioniert. Nur vom Prinzip her. Und wenn ihr noch gar nicht wisst, was das mit diesen Spielen auf sich hat, dann schaut euch erstmal das alte Video an. Ich habe das hier verlinkt. Dort zeige ich, wie man, wie gesagt, wie man Computerspiele mit PowerPoint erstellt. Okay, das einzige Problem, was wir eigentlich haben, ist diese Interaktion. Also ich habe jetzt hier einfach mal eine Tür und einen zweiten Raum kurz zusammengeklöppelt in Paint. Nicht besonders schön geworden, aber tut's. Genau, und wir machen jetzt wie folgt da so einen unsichtbaren Button drauf. Wir klicken hier unten auf Rechteck, weil die Tür rechteckig ist, und ziehen jetzt hier drüber unser kleines Rechteck. Genau, dann sagen wir Rechtsklick, Interaktion, Aktion beim Maustrick. Hier könnte man direkt Sprung zur nächsten Folie machen. Ich sage jetzt aber auch mal aus irgendwelchen Gründen, weil es nicht immer direkt die nächste Folie ist, Sprung zu Folie Objekt, Folie 2. Okay. So, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch unsichtbar machen. Hier muss man bereits den Rahmen auf 0 cm stellen. Und die Farbe auf. Whoop, hoppla. Farbe auf. Hier auf unsichtbar. Genau, und hier bei dem Rahmen auch auf unsichtbar. Und dann sehen wir gar nichts mehr. Und jetzt können wir direkt Bildschirmpräsentation starten sagen. Und wenn ich jetzt hier auf die Tür klicke, lande ich im anderen Raum. Gut, das wär's fürs Erste. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.